Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Der Winter lässt weiter auf sich warten und Schnee gibt es wirklich nur mehr in den höheren Lagen. Trotzdem ließ man es sich nicht nehmen, die traditionelle Fackelwanderung zum Wurmerl im Paar Schlug zu veranstalten. Und es kamen viele zu dieser schönen Wanderung. Das Wirtshaus zum Wurmerl im Paar Schlug nähe Kapfenberg ist weit darüber hinaus bekannt. Beliebt deshalb, weil es mitten in der Natur gelegen für Wanderfreudige von der Fachschule Hafendorf in einer Stunde leicht zu erreichen ist und weil die bodenständige Küche Schmankerl anbietet, die man sich von einem urigen Wirtshaus im Grünen erwartet. Als Auftakt ins neue Jahr wird schon seit vielen Jahren vom Wurmerlwirt eine Fackelwanderung durchgeführt, so auch in diesem Jahr bei Mondschein und für die Jahreszeit sehr milden Temperaturen. Bemerkenswert ist auch die Freude und Humor, mit der die Teilnehmer aus allen Altersgruppen an dieser Wanderung teilnehmen. Ein guter Schluck vorher. Das ist die Wegzehrung, dass wir den Weg leicht schaffen, meine bis zum Wurmerl. Einen guten Schlädorn. Das gehört schon dazu, nicht? Dass man ein bisschen gestärkt ist. Ja. Ist das heute, glaube ich, ein wunderschöner Tag. Ja, herrlich. Sternenklar. Könnte gar nicht schöner sein. Gefreut uns. Wir sind ganz gut ausgerüstet, sehe ich gerade. Ja, ist ja auch finster. Sind Sie das erste Mal dabei? Nein, ich bin schon oft mitgegangen. Ich freue mich alle Jahre wieder drauf. Du hast heute eigene Taschenlampen mitgebracht? Ja. Warum? Ja, weil wenn die Fackeln nicht mehr so hell leuchten, habe ich die Taschenlampen mitgebracht. Also heute ist ganz schön, der Mondschein darunter, gell? Ich danke Mieke und mit meinem Hautschergang. Warte, wenn die Jungfrauen die Eiken müssen und bei der Alten komme ich nicht mehr mit. Jetzt hat er geschaut, dass du noch mitkommst. Ja, das Wetter ist im Grunde genommen schön. Ja, ich weiß nicht, regnet, aber lieber waren wir natürlich alle drin so Schnee. Aber es freut mich natürlich unheimlich, dass heuer so viele gekommen sind. Bei der Fackelwanderung auch ohne Schnee. Und ich habe voriges Jahr schon überlegt, weil es einmal weniger war, ob ich es noch einmal mache. Aber es schaut aus, wir machen es weiter für die nächsten Jahre. Die Wanderung geht da über den Bönigkram durch, nicht zum Wirtshaus Wurmerl. Das ist ca. 4 Kilometer. Wir machen auch zwischendurch eine Labestation da rein, dass die Leute nicht total verdursten. Keine Sorge, wenn Franz Gösser einschenkt, bleibt keine Kehle trocken. Die Küche mit Schmankerl die Gaumenfreude anhebt und Christopher mit der steirischen für Stimmung sorgt, ist es die Geselligkeit, die sich alle so sehr wünschen. Das Wirtshaus zum Wurmerl in Paar Schlug ist von Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag ist Ruhetag, außer feiertags. Diesen Beitrag widmete Ihnen Gut, Besser, Gösser. Eigentlich gilt der Eisstocksport in Österreich als sogenannte Randsportart. Wenn man aber die Zahl der Eisschützen addiert, ist es eine der größten Organisationen im Land. Der ESV Massing Krieglach holte sich vor kurzem den steirischen Landesmeistertitel. Frau Bürgermeister Regina Schrittwieser hat guten Grund, der Mannschaft ESV Massing Krieglach zu gratulieren. 26 Mannschaften kämpften im Finale in Hart bei Graz um den steirischen Landesmeistertitel im Mannschaftsspiel Eisstocksport. Der ESV Massing Krieglach siegte mit 30 Punkten, 5 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Ich glaube, der Stocksport hat in der Marktgemeinde Krieglach eine sehr lange Tradition. Wir haben sehr viele Stocksportvereine und ich glaube, das ist ein bisschen ein Ansporn, ein gegenseitiges, sage ich einmal, ein bisschen eine Konkurrenz. Jeder will der Bessere sein und deshalb, glaube ich, sind solche Erfolge auch möglich und da kann man nur gratulieren, ob das jetzt bei Asphaltschießen ist, ob das dann direkt am Eis ist zum Schießen. Aber man sieht einfach, dass sie das Training bezahlt macht und letztendlich muss man aber schon sagen, sind so einfach die Sportler, die den Ehrgeiz haben, die trainieren und letztendlich solche Erfolge auch einfahren können. Wenn man so einen Pokal in der Hand hat, dann denkt man sich irgendwas dabei, was zum Beispiel?
Ja, also man ist in erster Linie nur stolz. Also ich kann nur sagen, also meine Mannschaftskollegen, also die Leistung, was die in den ganzen zwei Tagen da geleistet haben, war sensationell. Und als Mannschaftsführer kann man nur stolz sein auf so eine Mannschaft, dass man sowas erreichen kann, vor allem mit reinen Eigenbauspielern. Mein Name ist der Leitner Gerald und bin der erste Stockschütz vom SV Massing. Meine Aufgabe ist, ich versuche den ersten gegnerischen Moorstock zu treffen und Druck zu erzeugen für die gegnerische Mannschaft. Mein Name ist Gerhard Gnabel, ich bin zweiter Stockschütze und ich versuche halt, den zwar, wenn der erste Druck macht, mein Bestes hinten nachzugeben und schauen, dass ich den Druck aufrechterhalten kann und so den Gegner noch mehr unter Druck setzen kann. Was macht eigentlich den Erfolg aus? Die Vorbereitung eigentlich für die letzten Jahre und unser ganzes Zusammenhalt immer. Wir versuchen da, dass wir den Eisstocksport für unseren Verein auch so mit den Leuten, wir suchen eigentlich schon lange mal um, aber wir Ferien haben uns rauskristallisiert, die letzten drei Jahre. Und zustande gekommen ist das eigentlich so, dass man sagt, ja, durchs Training und so und Ehrgeiz und wir haben bissen bis zum Schluss und im Endeffekt ist nachher der Landesmeistertitel rausgekommen, was wir eigentlich schon 4-5 Jahre vorhaben, aber wir sind erst 5 Jahre in der Klasse oben und heuer hat es das erste Mal gepasst. Mein Name ist Christoph Hehl. Ich bin der Ersatzmann oder Feuerwehrmann, kann man sagen, von der Mannschaft. Also immer wenn es auf irgendeiner Position Probleme gibt, komme ich und versuche, die Mannschaft wieder nach vorne zu treiben. Auch Bürgermeister Rudolf Hofbauer kam, um zu gratulieren, denn immerhin trainiert die Mannschaft auf der Kunsteisanlage in Langenwang. Unsere Kunsteisanlage gibt es jetzt im 14. Jahr. Wir sind für die drei Eislaufsporten da. Wir haben allgemeines Eislaufen, Kindereislaufen, Schuleislaufen und das zweite ist die Eishockeyspiele und das dritte ist, wo wir das Leistungszentrum für Stocksport sind. Wir sind mitten im Mürztal und jeden Donnerstag ab 17 Uhr Training im Stocksport. Bleibt zu hoffen, dass der SV Massing weiterhin mit der richtigen Platte noch viele Erfolge feiern kann. Bleiben wir am Eis. Abschließend noch eine Meldung vom Eishockey. Der nächste Sieg der ECE Bulls Kapfenberg im Derby gegen Zeltweg. Diesmal siegten die Kapfenberger in der Overtime mit 6:5 und holten sich damit den 5. Sieg im 5. Spiel gegen die Eichfelder. Brucker Stadtball am Samstag, dem 18. Jänner im Kulturhaus Stadtsaal von Bruck an der Mur. Beginn um 20 Uhr. Musikalisch unterhalten Sie das Josef Haydn Orchester, die jungen Baldauer und die Janissins. Brucker Stadtball am 18. Jänner 2014 im Kulturhaus Stadtsaal von Bruck an der Mur. Der Mittwoch war zunächst noch bewölkt. Ab dem Vormittag konnte sich aber wieder die Sonne durchsetzen und es gab bei strahlend blauem Himmel Werte um die plus 8 Grad. Am Donnerstag zeigt sich nur zeitweise die Sonne. Es ziehen jedoch zunehmend einige Wolkenfelder durch. Niederschlag ist aber keiner zu erwarten. Die Frühwerte, die liegen bei minus 7 bis minus 1 Grad, tagsüber dann Werte zwischen 3 und 6 Grad. Ganz in Weiß hieß einmal ein Hit von Roy Black. Das Weiß des Winters lässt weiter auf sich warten. In diesem Sinne verbringen Sie noch schöne Fernsehstunden. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.